Ich bin am Videoschneiden von gestern. What's up, Leute, wie geht es euch? Neuer Tag, ich habe noch frei bis morgen. Jetzt müssen wir weiter, wir müssen Django abholen, aber vorher. Excuse me. Oh, irgendwas steckt im Hals. Jetzt suche ich mir erstmal ein Käppi aus. Aus der Box. Gehen wir doch mit diesem hier. Läuft dir gut? Soll ich Wasser mitnehmen? Nimm doch deine Flasche mit, wenn du willst. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen Jenga abholen. Jetzt fahren wir Möbel geschafft, haben wir gestern nicht geschafft. Und dann. Ich weiß. Beautiful, beautiful Florida weather. Guck, wie wunderschön es ist. Ich liebe den Morgen oder den Vormittag in Florida. Kann ich nur immer wieder sagen. Okay, wir wollen jetzt zum Möbelgeschäft. Hier ist mein Rasenmäher von gestern. Alles liegt hier noch rum, muss ich nachher machen. Lass uns mal losfahren. Oh, wir saßen hier. So, wir sind jetzt bei Home Goods angekommen und jetzt wollen wir ein bisschen so verschiedene Dinge hier gucken. Und dann, was wollen wir hier gucken? So, das ist so für Haushalt so, ne? So Haushaltsstuff. Das Ding wäre cool für Django, aber das ist ein bisschen zu klein für ihn. Euch das Bild mal an. Das ist so geil, das Bild. Nice, nice. Oh, das ist ja richtig so. Cooler Laden. Best Buy ist gleich hier. Soll ich da vielleicht rein? Mir mein Geburtstagsgeschenk schon mal aussuchen? Wisst ihr eigentlich, dass ich... Habe ich das erwähnt, dass ich im September Geburtstag habe? Dann habe ich erwähnt, wie alt ich werde. Manche von euch werden es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich werde schon alt für meine Verhältnisse. So, jetzt kauft sie kurz so Hundetüten, für Kacktüten sagen wir mal so, weil jetzt haben wir keine mehr umsonst wie früher im Apartment. Und dann kommt sie und dann müssen wir noch das Möbelgeschäft und dann entweder holen wir ihn jetzt ab bis 12 mittags. Oder wir lassen ihn länger da, damit wir noch mehr Zeit haben. Aber dann zahlen wir ein bisschen etwas drauf. Mal schauen, was wir tun. So, jetzt sind wir wieder in unserer alten Gegend. Jetzt holen wir Django ab. Und dann müssen wir wieder 30 Minuten zurückfahren. Oder 35. Und ich bin so fertig, Leute. Also. Es ist noch schlimmer wie die Tage wie gestern oder vorgestern. Morgen geht's wieder zur Arbeit. Ja. So, jetzt haben wir Django abgeholt. Den dreckigen Django, den werden wir gleich erstmal. Da werden wir gleich den neuen Schlauch mal testen. Den Django draußen waschen. Muss er sich ans neue Haus gewöhnen jetzt. Was ist das? Stay, stay. Komm. Timo, das ist dein neues Zuhause.
Django, das ist dein neues Zuhause, mein Schatz. Wo sind wir? Ja, was ist das? Wo sind wir? Wo sind wir? Kennst du irgendwas hier? Kennst du irgendwas hier? Stay. Komm, Henry, stay. Good boy. Django. Was willst du hin? Was willst du holen? Wir gehen jetzt erstmal rum. Django. Was ist, wenn deren Hunde hinten rumlaufen? Und? Mach mal zu. Django Business? Ja, good boy, Django. Dein erstes Business. Mach mal Tür zu. Hol du die mal raus. Stay. Seht ihr? Django ist jetzt zu Hause. Er hat, er hat sich sehr gut benommen. Bis einmal kurz, wo wir über die Holzbrücke gefahren sind. Da hat er angefangen, sich so, wow, was ist denn los? Er hat schon vorher immer wieder geguckt, wo fahren wir überhaupt hin. Aber dann... Django, stay, stay, stay. Stay. No, komm. Komm, wir gehen jetzt einmal rum ums Haus. Hier, mach du das oder nimm ihn. Lass ihn schnuppern. So, Django's erste Mal in seinem neuen Zuhause. Aber das Schlafzimmer muss ihm ja bekannt vorkommen. Das kennt er ja. Was ist das? Wo bist du, Django? Wo bist du denn? Was ist das? Geh weiter. Was ist da? Dein Essen? Der kommt, so ein Raum kommt dir bekannt vor, oder? Was? Ja, das ist ein Bett. Dir so viel Platz, wa? Du brauchst gar keinen Garten mehr, ne? Na los, geh. Komm, komm hier. Oh, oh. Django, was ist da? Dein Kleiderschrank? Wait, 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 stay. Seht ihr? Der dreht erstmal hier runden. Kommt noch nicht klar, ne, Django? Zu viel Platz. Wohin? Wohin, Django? Na, wie gefällt's dir auf den Fliesen? So, ich muss noch draußen was tun. So, einen langen Nap gemacht. Ich glaube 2 Stunden oder ein bisschen mehr. Ne, doch so 2 Stunden ungefähr. Sehr fertig gewesen. Jetzt schneide ich hier das Video zu Ende, was ich euch vorhin gezeigt habe. Muss ich ja noch zu Ende machen, damit ihr das morgen gucken könnt.
Jetzt kam der Diego zu Daddy. Der Diego? Ist er zu Daddy gekommen? Diego. Daddy gestern. Ja, tschüss. Gut, boy. Bitte, jetzt genießt hier unser neues Zuhause zusammen. Was ist? Der Django läuft hier rum wie ein verrücktes Huhn. Meine Frau ist gerade zu CVS gefahren und jetzt dreht er durch und sucht sie. Ich sehe ein bisschen fertig aus, ne? Weil ich geschlafen habe. Aber ist ja okay. Wir müssen ja alles für die Kamera bringen, oder? Ich wollte dir nur mal kurz zeigen. Meine Frau sagt, wenn Django mal aufhören würde zu atmen, die Waschmaschine läuft. Also jetzt hat sie angehalten. Auf jeden Fall ist die super leise. Jetzt läuft sie weiter. So, wir gehen jetzt mit Django spazieren und gucken mal unseren Postkasten. Zack. Jetzt gehen wir mit Django, damit er ein bisschen die Nachbarschaft kennenlernt. Gehen wir ein bisschen hier rum. Ja, ich bin bei diesem Weg. Ich habe gerade das Video fertig gemacht. Geil, angenehm. Und, ja. Ja, ist okay. Guck mal, was er da hängen hat, Django, stay. Crazy Dog. Das ist wie heißen die? Die Beutel, die Kackbeutel für ihn. Die bleiben jetzt immer an seiner Leine. Dann, wenn wir unterwegs sind, er kackt, dann haben wir immer einen Beutel dabei. Seht ihr, hier ist alles noch Natur, das ist hinterm Gebiet. Jetzt gehen wir hier ein bisschen spazieren. Schatz, wozu kaufen wir Doggy Bags, wenn hier for free alles ist? Da lässt sich jemand einen Pool bauen. Das ist nice. Vielleicht zeige ich euch mal, habe ich gestern einen Pool aufgenommen? Nee. Zeige ich mal ein bisschen den Pool. Wir gehen da nur lang. Aber wenn wir irgendwann dahin gehen, dann werde ich euch mehr zeigen. Das ist richtig schön mit so Sprung. Springbrunnen, heißt das so? Fountain. Übersetzt Fountain auf Deutsch. Dann werdet ihr wissen, was auf Deutsch heißt. Ich denke Springbrunnen, so eine Art. Hier sind die Häuser, wo wir gestern lang gegangen sind. Auf der anderen Seite, auf der Straße. Jetzt gehen wir hinten lang, auf dem Trail. Die haben zwei Units, zwei riesige Units. Was die für einen Balkon haben, ey. Hier ist der Pool. Gleich da vorne, dann geht's höher und dann kann ich besser ein bisschen aufnehmen. Seht ihr da hinten das alles? Da wird alles weitergebaut. Weil die haben Four Faces, so heißt das. Unser ist, glaube ich, eins gewesen oder zwei. Ich glaube. Und das ist dann das nächste. Und wenn sie dann alle fertig haben, dann kommen wir wahrscheinlich so auf 1200 Häuser hier. Momentan liegen wir gleich bei 300 oder über 300. Ey, lass mal Django dahin. Hm? Django dahin. Also, ja, aber nix mal.
Django. So spät. Guckt euch das mal hier an. Das ist da hinten der Pool und Clubhaus. Und hier kann man auch grillen oder einfach, das ist wie so ein Park. Da kann man hier rumchillen, Picknick machen. Hier gibt es auch solche kleinen Bänke mit Überdachung. Das ist echt toll hier. Deswegen, was ich euch mal erzählt habe wegen den Gebühren, so kommt es auch zustande. Wenn ihr in so einer Community leben wollt, dann müsst ihr es ja auch bezahlen. Ist ja nicht umsonst das alles. Und wenn ihr sagt, oh, ich möchte fast keine Gebühren zahlen, so ganz niedrig, dann habt ihr halt sowas alles nicht. Das ist halt so. Alles kostet Geld. Django's erste Mal im Dog Park hier. Den habe ich euch gestern eigentlich aufgenommen, aber es war zu dunkel, habe ich nicht reingeschnitten. Wir haben unseren eigenen Dog Park. Ja, boi! Ist voll dreckig. Da kommt kein Wasser. Ist noch nicht fertig oder was? Guck mal, hier sind Muscheln. Muscheln sind das. Warte. Django, komm her. Django, komm her. Geh durch da. Geh. Na los. Django, komm zu Mami. Hier. So sieht der Hundepark aus hier, ganz nice. Was haben die denn hier gemacht? Deswegen. So, dann beenden wir den Vlog für heute. Jetzt gehen wir wieder nach Hause und dann bald muss ich schon schlafen. Mal gucken, wie die Fahrt morgen ist. Ich bin ja noch nie hier von hier gefahren morgens. Nachmittags bin ich hergekommen, zwei, dreimal nach der Arbeit, aber vormittags, morgens bin ich noch nie gefahren. Aber morgens so früh, wie ich losziehe, ist es gut. Jetzt muss ich ein bisschen früher aufstehen, noch ein bisschen früher los. Gucken wir mal, wie das wird. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt in die Kommentare. Jetzt kriegt ihr auch mehr Vlogs. So. In der Zeit sind wir ja nicht so viel unterwegs wie sonst immer, weil wir haben andere Dinge zu tun. Aber ich denke, das sind auch coole Vlogs. Es gibt einfach alles in unseren Vlogs. So, bis dann. Ciao. Ja.